Du hast jemanden vergessen. Nö, die kommt gleich nach. Ja, super, mit wehenden Ohren kommst du an. Das ist ja toll. Ja, toll machst du das. Toll machst du das. Gut. Ein langer Blick zurück zum Auto. Hm. Vielleicht doch lieber dahin. Weiß nicht so recht. Wart mal, Olaf. Das ist voll süß, ne? Das Gesicht, wenn sie so angeflitzt kommt. So, da sind zwei Bäume. Du den rechten, ich den linken. Ich meine, jetzt sieht sie uns ja, ist egal. Wir machen das mal trotzdem einfach, so spaßeshalber. Hey! Hey, da bist du ja! Super! Hast du gut gemacht! Na, und nu? Da hinten ist irgendwie so ein Typ, der räumt irgendwas aus seinem Auto aus. Ich mach sie jetzt mal an die Leine, damit sie dann nicht freudig drauf zustürmt und der, man weiß ja immer nicht, wie Leute so drauf sind, ne? Oder wenn sie dann an ihm hochspringt oder so. Keine Ahnung. Machen wir mal lieber die lange Leine eben ran. Durch den Wald laufen. Hier ist ja, guck mal, hier ist ja sogar ein Trampelpfad. Das ist ja cool. Dann gehen wir da jetzt einfach mal längs. Danach ist sie auch wieder ab. Jetzt latschen wir einfach zügig vor und suchen uns ab und an mal einen Baum und dann soll sie mal aufpassen, wo wir sind. Wobei sie jetzt immer so dicht an uns dran bleibt, dass man gar nicht dazu kommt, sich zu verstecken irgendwie. Super! Voll witzlos, ne? Hast ja gesehen, wie ich mich versteckt habe. Hast du ja gesehen. Also was ich jetzt ganz schön finde, ist, sie bleibt wirklich bei uns in der Nähe. Das finde ich cool. Sie orientiert sich wirklich an uns, guckt, wo wir sind. Ist so, wie sich das gehört für so einen kleinen Hund, ne? Piefke, komm mal mit. Was man vielleicht noch dazu sagen kann, meistens ist das so, also sie wird ja jetzt frecher. Sie kommt ja nicht mehr ganz immer, wenn man sie ruft. Das heißt, eigentlich war jetzt unsere Regel, wir lassen die Leine dran, bis sie irgendwie durch diese Phase durch ist. Damit wir garantieren können, wenn wir rufen, kommt sie auch. Wenn man in einer neuen Umgebung ist, die der Hund noch gar nicht kennt und
da nicht ganz direkt eine Straße daneben ist. Also die befahrenen Straßen sind hier ein kleines Tick hin, sodass nichts passieren kann, kann man sie meistens trotzdem abmachen, weil sie in einer neuen Umgebung sich viel mehr an ihren Menschen orientieren. Das heißt, wären wir jetzt irgendwo auf den Spaziergestrecken, wo wir immer gehen, dann würde sie sich entweder denken, oh, ich laufe jetzt mal nach Hause oder ich habe jetzt keinen Bock, ich laufe jetzt mal da hinten hin. Diese Phasen hat sie in letzter Zeit. Aber hier in der Umgebung, wo sie einfach Mutterseelen alleine wäre, wenn wir nicht da sind und die sie auch gar nicht kennt, wo sie gar nicht weiß, wo geht's nach Hause und so weiter, da orientiert sich an uns und das, finde ich, sieht man auch schön. Und so soll es ja auch sein. Das heißt, wir suchen uns jetzt in den nächsten Tagen möglichst viele neue Umgebungen, wo wir dann halt auch mal so Sachen machen wie hinterm Baum verstecken und der Hund muss uns suchen oder lauter solche Geschichten. Und in den Umgebungen, wo ich weiß, dass sie dann ihren eigenen Kopf hat, dass sie sich denkt, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt einfach mal nach Hause und komme auch nicht, wenn man ruft. Oder ich mache irgendwie sonst wie mein eigenes Ding. Gehe da hinten hin, wo die Hühner immer sind, weil da liegt schön Hühnerkacke, kann ich essen oder irgendwie so oder irgendwelche Schafködel oder was. Da gehe ich nur noch mit dieser langen Leine. Olaf, jetzt hat sie Angst, lass mal. Sie sucht dich nicht, du schleichst so komisch auf sie zu gerade, hinter dem Baum, dass sie Schiss kriegt. Wenn du sie mal filmst, wie sie jetzt ist, wie sie jetzt guckt, dann hat sie Schiss und dann rennt sie weg. Und weil sie nicht weiß, wo ich bin, komm mal her, süße Maus. Komm mal her. Komm mal her, Mama ist ja da. Komm mal her. Na komm, sag mal irgendwas, sie hat Schiss vor dir. Weil du die Kamera so hältst, weißt? Gut gemacht. Und sie wusste nicht, wo ich bin, sonst hätte sie sich wahrscheinlich bei mir versteckt, um Sicherheit zu haben vor dem bösen, komischen, schwarzen Mann mit der schwarzen Mütze, der da hinterm Baum hockt. Deswegen auch das Wuff, die hatte ein bisschen Schiss gehabt. Und dann hat sie mich nicht gefunden, das war ein bisschen blöde Situation gerade. Das ist ganz wichtig, jetzt nicht noch extra Angst machen, also nicht irgendwie Sachen wie Buh oder komisch auf sie zugehen oder irgendwas, sondern alle Sachen einfach in Ruhe angucken lassen und auch Geduld haben. Also nicht denken, ey du Schisser, jetzt geh mal vor oder irgendwie so. Es gibt so Leute, die schieben ihren Hund dann vor und sagen, ey, jetzt sei mal nicht so ein Schisser, jetzt geh mal spielen oder geh da mal hin. Müssen die gar nicht. Einfach Zeit lassen, gucken lassen und wie gesagt, so Situationen wie gerade eben, ich habe jetzt auch ein bisschen zu spät geschaltet, tunlichst vermeiden oder halt dann auflösen, ne? Dass er dann sagt, hey, ich bin's doch, brauchst jetzt keinen Schiss haben. Okay, gehen wir mal weiter noch ein Stück, ne? Und wichtig ist jetzt auch, wir haben ja am Anfang einmal gepfiffen, als sie kommen sollte. Wichtig ist jetzt auch nicht ständig zu pfeifen, weil der Hund von alleine gucken soll, wo man ist. Also nicht ständig rufen, den Namen rufen oder pfeifen oder so. Ich habe mal in einem Buch gelesen, da wurde der Vergleich gezogen mit so einem Glöckchen. Also es wäre sonst wie für einen Hund, wie wenn man so ein Glöckchen um hat. Und er hört ja eh immer, wo man ist. Das heißt, er muss gar nicht aufpassen, wo das Herrchen sich gerade befindet oder das Frauchen. Wenn man einfach nichts sagt, dann muss er halt von alleine drauf achten. Wir drehen jetzt mal wieder um, weil da hinten dann irgendwann, ist noch eine ganze Strecke entfernt, die Straße kommt. Aber ich will da nicht so dicht hin, falls doch mal was ist. Nicht, dass er mir da raufläuft. Versucht sie ein bisschen Futter zu klauben, indem sie mal einfach so spontan bei Fuß läuft. Finde ich gut, soll sie mal machen. Bei Fuß laufen ist nie verkehrt. Ja, gut. Können wir vielleicht da hinten noch mal rumgehen, ne? Cool. So. Komm mal her. Ja.
Gehen wir mal wieder Richtung Weg. Vielleicht begegnen wir ja noch ein paar Hunden, die nett sind. Mir ist ja ganz wichtig, wenn sie jetzt auf Hunde trifft, dass das wirklich nur Hunde sind, die nett sind. Weil ich nicht will, dass sie da schlechte Erfahrungen macht. Das ist ja auch leider so, wenn man so einen Hund hat, der so ein bisschen kampfhundmäßig aussieht, dass dann die Leute da doch teilweise mit Vorurteilen behaftet sind. Und in Niedersachsen, das finde ich richtig gut, gibt es ja offiziell keine Kampfhunde, es gibt keine Rasselisten, sondern Hunde, die auffällig werden, die sind dran sozusagen, die müssen geprüft werden und so weiter. Und das finde ich eine richtig coole Regelung. Also wie gesagt, wenn man mit so einem Hund, mit so einem jungen Hund unterwegs ist und der sich schon so halbwegs an einem orientiert und auch schon so halbwegs geländegängig ist, dass man mit ihm so ein bisschen Strecke machen kann, da lohnt es sich echt immer mal wieder neue Gebiete zu probieren. Neue Wege, neue Strecken, die er noch nicht kennt. Dann ist er einfach gezwungen, sich an seinem Menschen zu orientieren, weil er sonst einfach verloren wäre. Und wie gesagt, wenn man viel zu Hause geht auf Strecken, die er kennt, dann neigen solche kleinen Hunde dann leicht, ich sag mal jetzt ganz spöttisch, zum Größenwahn und meinen dann, sie können schon alles besser wissen. Und das erledigt sich meist recht schnell, wenn man in Gebieten ist, wo sie noch nicht waren, dann werden sie auf einmal doch wieder ganz klein. Und sind auch gerne dann dicht bei Mama. Und das nutze ich halt so ein bisschen aus in der Phase. So, was hat sie jetzt davor? Keine Ahnung. Wenn man jetzt mit dieser langen Leine geht, ist eigentlich die Hauptaufgabe des Hundeführers, dafür zu sorgen, dass den Hund die Leine nicht nervt. Also immer schön wieder einsammeln. Länger lassen, nicht groß drum rumziehen und vor allen Dingen auch dafür sorgen, dass der Hund sich nicht drin vertüdelt. Komm mal her. Bleib mal hier. Na komm. Hier können wir auch was Lustiges machen. Wir können den Hund mal einfach auf so einen Balken raufsetzen. Wenn er gleich fertig ist mit Schnuppern, ich lasse ihn mal eben. Komm mal her, ich zeig dir mal was. Guck mal da. Ah, jetzt bist du fast vertüdelt. Komm mal hier. Jetzt darfst du nur nicht runterfallen. Jetzt darfst du mir nicht runterfallen, süße Maus. Wir müssen jetzt gut auf dich aufpassen. Komm mal her. Ja, gut gemacht. Jetzt noch filmen. Jetzt, wir gehen zurück zum Auto. Ja, muss ich dann nochmal schnüffeln. Jetzt könnte man sich gut nochmal verstecken. Jetzt habe ich mir gerade keinen Bock. Jetzt hat es uns auch schon wieder im Blick. Und so angeflitzt. Kleine Maus. Ja, gut. Na lauf. Das war jetzt mal nur so ein kleiner Test zwischendurch. Also man sollte sowas nur machen, wenn man weiß, dass der Hund auch kommt. Ich kann das so einschätzen, dass ich weiß, okay, wenn sie nur so ein bisschen irgendwo schnüffelt, kann ich sie abrufen. Wenn sie jetzt total konzentriert irgendwo am Schnüffeln ist, dann hätte ich es nicht gemacht. Also ich benutze diesen Pfiff nur, wenn ich weiß, das klappt auch. Weil ich halt auch nicht riskieren möchte, dass sie sich angewöhnt, ich pfeife und sie kommt nicht. Aber so mit leichten Ablenkungen, jetzt hier fremde Umgebung, bisschen schnüffeln und so, klappt halt schon ganz gut.
Ja, also der Olaf hat mit ihr die letzten Tage, hat er mir erzählt, ganz viel geübt, dass sie nicht alleine ziehen soll. Das heißt, immer wenn sie gezogen hat, das macht sie manchmal gerne, wenn sie schnell nach Hause will, wieder ins Warme, ist er halt in die andere Richtung gegangen. Und das merkt man. Also der Hund orientiert sich gut an uns. Und wenn sie vorstürmt, reicht es halt mittlerweile schon echt, wenn man einen kleinen Schritt in die andere Richtung läuft. Und zack, ist sie wieder bei einem. Ne, sie weiß genau, okay, das wird nichts mit dem Vorpreschen. Und zack, läuft sie wieder brav neben einen. Und das hat echt Nerven gekostet. Der Olaf kam immer nach Hause und hat gesagt, oh, jetzt war ich wieder ewig unterwegs, weil wir immer 2 Meter vor und dann mussten wir wieder 3 Meter zurück und wir kommen nicht vom Fleck. Aber er hat es durchgezogen, konsequent, finde ich richtig cool. Und man sieht auch, das Ergebnis passt halt. So, jetzt sind wir gleich beim Auto. Und dann ist Feierabend für heute. Das hier ist so ein komisches Ding. Das sah so aus, als könnte man da nicht drüber fahren, kann man, aber das nöppelt sich so um. Ich finde es so witzig. Ich muss das gerade mal zeigen, was ich so lustig finde. Nee, andere Seite, Maus. Ja, und jetzt? Jetzt kommst du nicht rein, ne? So was Fieses. Ach du, komm hier. Schwupp. So, ich setze mich jetzt dazu. Und dann ist Feierabend für heute hier.